Tankred! Genug geredet. Ran an den Speck. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Gwent, meine lieben Freunde. Ja, wir spielen jetzt gerade die neue Season und wie ihr gerade seht wahrscheinlich, haben wir uns ein neues Deck gebaut. Und auch da vielen, vielen Dank an den Herrn Fink, ja genau, für den Link. Ich hau nachher auch nochmal unten in die Beschreibung nachher, was das jetzt hier gerade für ein Deck ist. Spielt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hab schon ein paar Testrunden gespielt heute. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, nein. Ah, schade. Okay. Hätten wir mal noch den Zähigkeitswerk lassen sollen, aber okay. Seit wann ist denn die Season eigentlich jetzt schon wieder da? Ich krieg das immer ja nicht mit. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag. So, wir wollen mal gucken. Also mir gefällt das Deck tatsächlich sehr, sehr gut. Also es spielt sich wirklich auch sehr schön. Ich habe meine ganzen Scrub, die heißen auch Scrub, ne? Scrub? Irgendwie so. Habe ich auch alle aufgebraucht, um ein paar Karten zu craften. Hey ho, hey ho. Aber ich konnte leider nicht alle, weil mir fehlen 400. Scrub. Dann könnte man eigentlich fast alle Karten machen, bis auf die goldenen alle. Da fehlen natürlich auch noch ein paar. Also, das Deck ist noch nicht vollständig. Aber dafür ist es schon sehr, sehr cool. Duvel Hoher L! So. Achso, Geralt, den hier, also den mit den Ingi-Zeichen, den haben wir neu. Ich habe vorhin ein paar Kartenfässer, aber ich musste Kartenfässer öffnen. Na toll. Hätten wir den doch mal behalten. Mist. Okay, pass mal auf. Machen wir erstmal so. Zack. Skoyatell-Angriff! Hat noch jemand Fusel übrig? Shit. Shit, 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 shit. Okay, müssen wir mal gucken, dass wir oben irgendwie 25 hinkriegen oder so. Bewirke alle zwei Züge zu. Okay, bla 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 bla. Okay. Untrade! Jetzt hat er 24, weil dann könnten wir nämlich das Ingi-Zeichen ausspielen, aber wir müssen mal gucken, ob er denn. Ja. In der Testrunde war schon eine ganz coole Situation eigentlich mit dabei. Wir könnten rein theoretisch, weil da oben ja sowieso nur 5 Karten liegen, könnten wir das eigentlich ausnutzen. Jetzt hat er 2 davon, okay. Was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch erzählen. Bringen wir es hinter uns. Nee, ich wollte mich auch nochmal bedanken, also für die fleißigen Kommentare und so. Vielen, vielen Dank. Kommen bloß noch nicht immer so schnell mit den Antworten. Nebenbei ja auch noch ein bisschen was. Oh, ist ja. Naja, naja. Heute ist verkaufsoffener Sonntag. Ich muss heute noch einkaufen gehen. So, ich bin heute auch ein bisschen, so ein bisschen neben der Spur. Wir waren gestern noch ein bisschen auf dem Geburtstag. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Ja, ich glaube, das war jetzt nicht schlecht, nicht ganz so schlau. Lass uns die Zeit ja, doch, nutzen. Ist okay. Okay, hätten wir anders machen müssen. Naja, okay. Na? Ich verspreche dir einen schnellen Tod. Ich hatte mir auch auf der Webseite, die ich nachher unten verlinken werde, in der Videobeschreibung. Hab mir ja schon so ein paar Decks ausgeguckt, aber da fehlen noch alle Karten zu. Ich würde gerne spielen. Vor Ort Ingi-Zeichen verbrauchen, würde ich sagen, machen wir so. Okay.
Und wir werden uns das Starterpaket wahrscheinlich holen hier in Gwent. Achso, und Spielen mit Freunden funktioniert jetzt auch auf der PlayStation, aber leider nicht. Wahrscheinlich, glaube ich, noch nicht mit PC. Über Plattformen übergreifen kommt erst noch. Hoffe ich doch, zumindest. Okay, schön Wetter. Und die können wir gleich mal austauschen. Direkt, zack. Okay, Olgit. Da erstmal Olgit rausschmeißen. So. Ich muss erst was rauchen. Also wie ihr seht, Olgit hat eigentlich nichts mehr in den Deck zu suchen, aber irgendwie musste ich es voll kriegen. Und da Olgit eigentlich recht nützlich manchmal ist, ich habe passt das denn zu. Gwent zu spielen. Ja, habe ich auch. Auch wenn ich nicht ganz fit bin, aber auf Gwent hatte ich heute irgendwie tatsächlich Lust. Also ich habe auch irgendwie eine Stunde, habe ich mich beschäftigt heute mit den Karten. Oh. Okay. Einfach mal so. Zack, zack. Ja, das war klar. Okay. Meine Zunge damit zu strapazieren. Verbeugt euch vor Modron Freer. Sehr schön, ja, ja, ja. Fehlt noch ein Punkt, dann können wir in die oben wieder in auslöschen. Machen wir mal schwupps. Also Deck spielt sich tatsächlich wirklich sehr geil. Also mir fällt's unglaublich gut. Genug geredet. Ran an den Speck. Zack. Dann werden wir wahrscheinlich den hier nehmen. Ja, ich denke, ja, nehmen wir mal den. Halt mir diesen Mist in Ordnung. Du willst HL! Sieht doch ganz gut aus, oder? So, seine 12er Karte ist auf jeden Fall gleich los. Für den Ruhm von Skellige! Tot oder lebendig. Du kannst so gerne auf 12 craften, das wäre natürlich der Hammer. Also hochskillen, dann könnte man gleich Speer auslöschen. Haha. Elfengeschwätz. Hey ho, hey ho. Okay, 14. Dann hat er 50 Punkte noch. Verbeugt euch vor Modron Freer. Hat er 51. Ich verspreche dir einen Schnelltod. Ach nee, wir machen ja auch noch Schaden. Stimmt, wir machen ja auch noch Schaden mit Geralt. Also wir könnten es jetzt müssen wir sowieso machen, weil wir haben ja keine andere Karte mehr. Ach nee, er löscht die ja bloß aus, er macht ja keinen Schaden weiter. Oh. Wir hätten passen sollen wahrscheinlich. Ich habe mal mit einem Schlag drei niedergestreckt. Können wir ja mal sagen, gut gespielt. Nicht übel. Gar nicht übel. Okay, wir nehmen ja noch den Zähigkeitswerk mit rüber. Jetzt in die letzte Runde. Und Olgit. Olgit haben wir ja auch noch, stimmt. Ich bin nicht in Scherzlaune. Also. Die behalten wir mal. Damagen wir gleich mal ein bisschen. Ja. Das wird kein zweites Sonnen. Okay, was für ein Zufall? Was für ein Zufall, dass wir jetzt auch Triss spielen? Ja, mal sagen, wie die spielt GG auf jeden Fall. Gar nicht übel. Das war schon ein ganz interessantes Spiel. Okay, so, dann rutschen wir mal in die nächste Runde. Zack. Ja, sehr schön. Und gibt's Krab. Ich hoffe, gibt's Krab. Ah, 100 Erz. Ah, okay.
kann man sich ein paar Kartenfässer holen. Also wir hatten ja 7 Kartenfässer, die habe ich jetzt alle mal so ein bisschen schon geöffnet, wie gesagt, weil wir mussten, musste irgendwie gucken, dass wir das Deck halt zusammenkriegen. Ich hatte echt Lust, heute ein Deck zu bauen. Und ja, wie ihr seht, 3. September 2017. Was wollte ich denn jetzt gerade? Irgendwas wollte ich jetzt gerade. Was ist denn euer Lieblingsdeck eigentlich? Also welche spielt ihr denn? Spielt ihr auch Scoia'tael oder die Monster oder das nördliche Königreich? Was denn so euer Favoritenteam? Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal, wenn ihr auch so auf der Webseite da seid, wenn du Frieden willst, wie ist ja die Gwent DB heißt die, glaube ich, und da euer Deck vielleicht auch ist, könnt ihr ja mal zeigen, wenn ihr Lust habt. Würde mich mal tatsächlich interessieren. Was ihr so für Decks habt. Spezialisiert ihr euch auch so mehr auf ein Deck oder spielt ihr wahllos? Wir haben keine Goldkarte. Okay, aber da hinten haben wir sie. Okay. Warte mal, jetzt kurz erscheint. Ja, achso, genau. Die macht ja 5er Schaden erstmal, wenn ja einer ausspielt. Das ist gut. Das ist. Dann können wir eigentlich den noch austauschen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So muss das sein. Okay. Rot beginnt. Bei Scoia'tael, die gefallen mir endlich ganz gut. Also die Zwerge. Die sind echt sehr nice. Spielen sich schön. Elfen. Wenn man sie denn so ein bisschen. Oh shit. Oh, mein, oh, ich hab gedacht, da kommt eine andere. Wir Mann, müssen zusammenbleiben. Anführer. Anführer. Enthülle bis zu 4 Karten auf der Hand eines beliebigen Spielers. Okay. Das möchte ich aber nicht. Nein! Ach, wir hätten ja erstmal die hier ausspielen können, ey. Oh. Ja, genau. Oh. Naja, okay. Ist egal. Ist jetzt nicht so dramatisch. Ich fang jetzt nicht damit an. Macht er ja trotzdem noch. Was mich aber noch ein bisschen stört an dem Deck ist, na, weil das stört eigentlich ja nicht stört, weil so ungewohnt jetzt für mich ist, man hatte irgendwie ja diese Zwerge noch dabei, die dann ein Zwerg 4, also plus 4 gegeben haben, wenn man den ausgewählt hat. Aber dadurch, dass man ja jetzt nicht mehr mit rübernehmen kann, also ein Zähigkeitenzwerg, dass der auf die Standardstärke zurückgesetzt wird, weiß ich nicht, was ist eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Hör auf damit. Ach, in zwei. Alter. Nicht übel. Gar nicht übel. Ui, was denn jetzt hier gerade passiert? Und eine Sache vermisse ich, man kann nicht mehr sehen, was als letzte passiert ist. Man konnte doch irgendwie mit Viereck konnte man doch die Folienzüge einblenden. Wow. Ja. Wir könnten zwar den hier ausspielen, aber dann würde er ja bloß die 6er-Karte weglöschen. Die 7er-Karte. Ist jetzt nicht so vom Vorteil. Boah. Den jetzt noch irgendwie ausgleichen hat 46. Oh, das wäre richtig schwer geworden. Okay, nochmal Zähigkeit und noch ein Geralt. Jetzt ein Geralt. Okay. Nee, lassen wir mal so. Oder was sagt ihr? Hm.
Weiß ich nicht, also ist schwierig gerade, ist ein bisschen schwierig. Ja, ist doch dran, oder? Ja, natürlich. Entschuldigt bitte, ich war jetzt gerade verwirrt. E groto dum anima est, spes est. Wollte gerade sagen, hä? Schon mal zertrümmerte Kniescheiben gehabt? Alles gut. So, sehr schön. Okay. Halt durch, mein Lieber. Ja. Ja, machen wir so. Schwupps, schwupps. Ja, das ist gut. Ich habe echt Lust, Gwen zu spielen. Ja, ich auch. Habt ihr auch Lust, Gwen zu spielen? Also die, die können. Ha, ha, ha. Tuvian Igloir. Ja, 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 ja. Sehr schön, was er da macht. Finde ich gut. Wir werden jetzt die spielen. Okay. Wenn die Magie stirbt, stirbt diese Welt mit Bam. Ihr. Oh, oh. Was passiert? Was ist jetzt gerade passiert? Ich will es nicht wissen. Darf es nicht wissen. Wie stellen wir uns denn jetzt am dümmsten an? Schon mal zertrümmerte Kniescheiben gehabt? Zack. So. Warum hat der denn eigentlich 9? Warum hat der 9? Der 8? Das ist jetzt die Frage, Was ist denn jetzt... Ha! Wenn das jetzt jemand weiß, haut's doch mal unten nochmal in die Kommentare. Jetzt, heute ist eine Kommentarrunde. Okay. Wir werden den Zielkettzwerg jetzt erstmal ausspielen. Er ist jetzt bei 21. Wenn wir vielleicht Tagesanbruch gleich... spielen, dann könnten wir vielleicht... Shit. Wir können, aber das lohnt noch lange nicht. Warte mal. Also ich will eigentlich darauf hinaus, dass wir eventuell... den Ingi, also das Ingi-Zeichen ausspielen von Geralt. Das war hier irgendwie mal ihn wegkicken, aber... Ingi. Okay, also wird sich jetzt alle in der nächsten Runde entscheiden. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. So, warte mal, welche schmeißen wir raus? Olgierd würde gerne rauskicken irgendwie, warum auch immer. Und zu hoffen, na, hat man glaube ich schon ausgenutzt. War, glaub, hat man die schon ausgenutzt? Wir probieren es einfach. Alles in Ordnung? Ja, sehr schön. Zack, zack, zack. Okay, ja, das ist nicht so schlimm. Zack. So ist es doch ganz gut. Ich tue meine Pflicht. Okay. Och nö, jetzt passiert so Mist. Wenn... Ah, er hat oben noch keine 25. Fuck. Okay. Er hat meinen ganzen Karten verdeckt. Finde ich uncool. Finde ich uncool, mein Freund. Das ist nicht dein Tag. Das darf nicht sein. Das baut er doch da wahrscheinlich gleich wieder so einen Haufen Karten aus. Mhm. Wir haben noch Triss. Genau. Ja, machen wir erstmal Trissi. Zack. Die macht ja 5 Schaden. Das ist problematisch jetzt. Wisst ihr, was wir auf der Hand haben? Das ist uncool. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht.
Ja. Kriegt Triss ab? Nee. Und was ganz kurios ist, wo ich mich echt dran gewöhnen muss noch, ist, dass du Goldkarten jetzt auch Damage machen kannst. Gut, ergibt ja auch eigentlich Sinn. Hallo? Spiel? Ach, jetzt. Oh, jetzt ist mal so. Mist in Ordnung. Mal so, ja, sehr gut. Zack. Das ist wieder die Verschieberkarte. Er hat 9, 19 wären denn da. Hat noch jemand Fusel übrig? Ist jetzt die Frage, schieben wir die nach da oben oder rein theoretisch. Machen wir die jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass er irgendwie eine 25 hat. Also, dass er irgendwie auf 25 kommt. Und dann hauen wir den ruf und dann schießen wir die Triss raus. Okay. Okay, okay. Abgebrochen? Das, okay. Akzeptieren wir einfach. Wir akzeptieren so wie es ist. So, was kriegen wir so schön jetzt? Wir kriegen Scraps, sehr cool. Brauchen wir. Wir brauchen ganz viel Scraps. Wir brauchen 400 und dann nochmal irgendwie 2000. Also sagen wir mal 2,8. 2,8 brauchen wir. Juhu! Okay. Leute, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag. Ja, wir sehen uns morgen in der Folge. Oder wo auch immer. Also, genießt den Tag. Bis dahin. Ciao mit V.